Hallo, grüß euch. Ich mache heute eine Aprikosentorte. Und dazu habe ich einen Mürbeteig gemacht. Den habe ich im Kühlschrank jetzt 2 Stunden, 2, 3,5 Stunden oder 3 Stunden oder 4 Stunden. Aber das Mindeste ist 1 Stunde. Das ist aber gleich wie lang. Aber das, wie gesagt, das Minimum ist 1 Stunde. Das sechs ist noch selber, wenn er hat, wann ist dann nochmal zusammenkneten und ausrollen. Und so geht der Mürbeteig an und für sich am besten. Ich habe heute diesen da drin. Ich mag das ganz gern, muss ich sagen. Und jetzt schauen wir, dass wir wieder schön einbringen. Das jetzt sich ausgehen, ja. Dann drucken wir sie schön am Rand hin. Das ist ein Mürbeteig mit Pistazien. Schön zumachen, überall. Und dass es auch einen schönen Rand gibt, tun wir es dann mit einem scharfen Messer ab. Ich tue mir das immer aufgehalten, die Reste. 2, 3 Tage im Kühlschrank könntest du das ohne weiteres haben. Oder wenn ich Zeit habe, dann mache ich gleich einfach ein paar so Kräckseln zum Dekorieren. Das tue ich ganz gern, muss ich sagen, weil meistens bleibt ein bisschen was über. Das könnt ihr auch als Streusel oben aufhören, das ist auch kein Problem. Jetzt tun wir das schön umdrucken. Und dann richte ich das jetzt gerade schnell her für die Marzipancreme und dann bin ich gleich wieder weich. Das machen wir alles. So, jetzt machen wir die Marzipancreme. Da brauche ich jetzt gerade noch schnell einen anderen Rührer. Und zwar geht es. Ich habe da drinnen Marzipan, da schreibe ich natürlich ganz das genaue Rezept rein. Dann habe ich da einen Eidotter und dann Butter. Das hat alles die gleiche Temperatur. Das ist für mich immer wichtig, das was die gleiche Temperatur hat, weil dann habe ich auch ein gutes Ergebnis. 2 Esslöffel Mehl. Das waren jetzt 2. Und 3 Esslöffel Zucker. Und das tun wir jetzt zur Masse verrühren. Die Hälfte. Tun wir dabei da rein. Und das tun wir jetzt da auf. Streichen eigentlich. Aber man kann es auch so machen. Aber jetzt könnt ihr es auch mit einem Messer verstreichen. Gell? Das ist auch, das geht natürlich auch.
müsst ihr aufpassen, dass ihr den Mürbeteig unten nicht kaputt macht. Aber ich finde, dass es mit den Händen besser geht. Ich tue ja so und so wahnsinnig gern mit Händen arbeiten. Und ich finde, dass das einfach wesentlich besser geht, als wir mit dem Messer verstreichen. Da machen wir einfach noch ein bisschen dazu. Und oben auf tun wir nachher die Brösel. Besser gesagt, die. Ach, jetzt fällt es mir wieder nicht ein. Mit Mürbeteig machen wir uns knusprige. Manchmal fällt es, gell? Aber es sagen einfach die Leute, dass das alles normal ist. So. Jetzt ist die halbe Masse, besser gesagt mehr wie die halbe. Wie gesagt, wir tun nachher noch Streusel, jetzt fällt es mir ein. Knusperstreusel, die wir dann noch auf. So, und da legen wir jetzt die halben Aprikosen auf. Ich hoffe, ich habe da genug. Ich muss es ja ein bisschen weiter auseinander da. Aber ich meine, das geht sich aus. Ich habe da jetzt einen halben Kilo Aprikosen. Da tun wir eine noch. Ganze eine. Das geht sich gut aus. Wir den noch kleiner schneiden und den sie dazwischen. Das Backrahl habe ich jetzt vorgeheizt auf 180 Grad Heißluft. Das müsst ihr jetzt nicht tun, aber ich denke mir, wenn ich schon die Marillen da habe, dann verbrauche ich sie auch. Das war jetzt genau, ohne Kern natürlich, gell? War das jetzt ein halbes Kilo Aprikosen. Wir sagen Marillen. Und in Deutschland sagt man Aprikosen. Und jetzt brauche ich die Waage. Natürlich. So ein 60 Gramm Mandelblättchen. Entschuldigung, dann tun wir da ein bisschen Sahne dazu. Ein Löffel oder einen halben Löffel, nicht mehr. Ein bisschen noch. Das ist ein Esslöffel. Und ein Zucker. Auch ungefähr ein Esslöffel. Das tun wir mischen. Dann werden wir das dort verteilen. Ist überhaupt nicht schwer.
Dann tun wir das Restchen auf, das dann ein bisschen schöner machen. Dann tun wir das ein bisschen verteilen. Die Marzipanmasse. Und dann tun wir noch den Rest vom Mürbeteig. Den können wir auch noch aufhören. Das schmeckt nämlich auch noch gut. Das sind dann oder wie gesagt, es könnt ihr Kreckseln machen oder könnt ihr eben Streusel drauf machen. Das ist ganz egal. Was ist lieber Hops? Und da mache ich noch ein paar Kreckseln. 2, 3. Das ist immer ganz nett, wenn man ein bisschen Dekoration daheim hat. So, und so schiebe ich es jetzt ins Backerl und schaue, wie lange es braucht. Und das schreibe ich natürlich genau dazu. Aber ich zeige euch die fertige Tarte. Bis später. So, meine Lieben. Die Tarte ist fertig. Ist die nicht wunderschön geworden? Traum. Und jetzt tun wir einfach noch ein bisschen einen Schwarzzucker drauf. So. Ich schneide sie noch an. Und wenn sie ausgekühlt ist, und stell sie ins Netz. Schmeckt hervorragend nach Marzipan, noch. Es riecht einfach extrem lecker. Und ich mag halt Tarts total gern. Ich mag jetzt nicht diese Riesenkuchen. Das mag ich nicht, weil ich nicht so viel Süßes mag. Ich mag ein Stickel, ein gutes Stickel, aber nicht solche Riesenkuchen. Aber das muss jeder selber wissen. Darum liebe ich Tart und vor allen Dingen liebe ich den Mürbeteig. Das habt ihr eh schon gemerkt. Ich sage wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es noch. Gutes Gelingen. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!